Der Redakteur hätte sich hier vor Ort erkundigen können, das hat er nicht. Nicht recherchieren ist ungefähr für Journalisten so, wie wenn Ärzte ein Bein abnehmen, bevor sie die Diagnose stellen. Ich habe das gestern Abend noch in der Zeitung gefunden, von der Süddeutschen Zeitung, die ja für sich wohl den Anspruch erhebt, die wohl kritischste und intelligenteste Zeitung dieses Landes zu sein. Diese Süddeutsche Zeitung erscheint in München. Ich habe nicht gesehen, dass ein Kollege der Süddeutschen Zeitung hier ist. Das heißt, Sie haben nicht recherchiert, aber Sie haben einen Artikel gestern gebracht, das große Schmelzen. Wasser, strahlt das Wasser türkisblau zwischen schmutzigen Eisflächen, hat offenbar die Schmelze begonnen. Viele Gletscher in der Polregion zeigen diesen Schwund seit Jahren. Um den Verlust zuverlässig zu quantifizieren, hat sich eine Art All-Star-Team der Klimaforscher zusammengefunden. 47 Wissenschaftler aus 8 Staaten haben ihre Daten zusammengeworfen. Gefunden ihre Daten zusammengeworfen und gemeinsam ausgewertet. Sie stammen von Satelliten mit Radar- und Lasergeräten sowie aus der Überwachung des Wasserhaushalts und der Schwerkraft. Der Gletscher. Science Band 328, Seite 1183 bis 2012. Demnach hat nicht nur Grönland seit 1992 Eis verloren, sondern auch die Antarktis. Zwar wächst der Eispanzer im Osten des Kontinents, kann aber den Schwund im Westen und besonders auf der auf Feuerland zuragenden Halbinsel nicht ausgleichen. Über den ganzen Zeitraum gemittelt hat Grönland 152 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr eingebüßt. Die Antarktis 71. Zusammen sind daher 4.260 Milliarden Tonnen Eis im Meer gelandet und haben dessen Spiegel um knapp 12 Millimeter angehoben. Ein Fünftel der gesamten beobachteten Erhöhung. Der Prozess verläuft womöglich beschleunigt. In den 1990er Jahren betrug der Verlust an beiden Polen 100 Gigatonnen pro Jahr. In der Zeit seit 2000 stieg er auf fast 300 an. Ab 2005 ergibt sich somit ein Mittelwert von 344 Milliarden Tonnen jährlichen Eisverlustes. So, wir haben gestern einen Vortrag gehört, wir haben heute einen Vortrag gehört. Der Redakteur hätte sich hier vor Ort erkundigen können, das hat er nicht. Nicht recherchieren ist ungefähr für Journalisten so, wie wenn Ärzte ein Bein abnehmen, bevor sie die Diagnose stellen. Ich bitte daher und habe den Vorschlag gemacht, dass wir als Konferenz heute noch darauf reagieren und den Professor Goldberg und Möhring zusammen mit noch einem Kollegen, wir eine Resolution, einen Brief schreiben an die Süddeutsche Zeitung und sagen, wenn ihr eine solch gute Zeitung seid, fangt wenigstens an zu recherchieren, bevor ihr schreibt.